So, wir reden über Auf- und Abstieg an diesem Wochenende. Das waren große Emotionen. Die Süddeutsche mit der schönen Überschrift Happy Endo zur Stuttgarter Rettung. Endo am Ende mit dem 2:1 Siegtreffer für den VfB. Und wir lassen auch mal so ein bisschen Fan-Emotionen hochleben. Niemals! Ja! Ist das die Junge? Da ist sie! Also, große Freude natürlich bei den VfB-Fans. Man kann das Ganze auch etwas sachlicher analysieren. Darum hören wir beim Trainer jetzt auch noch mal kurz rein nach der Last-Minute-Rettung für den VfB Stuttgart. Das Tor zum Schluss war einfach eine Belohnung. Eine Belohnung, dass wir einfach weitergemacht haben, dran geblieben sind, die uns an sich geglaubt haben. Und ich glaube, es war ein toller Moment für die ganze VfB-Familie. Kann man leider nicht in Worte fassen. Das ist einfach Emotion pur. Ich glaube, dass wir letzte Woche wieder aufgestanden sind, so eine Leistung abgerufen haben gegen Bayern und heute an unsere Chance geglaubt haben. Wussten, dass wir, wenn wir punkten, dreifach punkten, dass wir eine gute Chance haben, die Klasse direkt zu halten. Und nie aufgegeben. Die Jungs haben an sich geglaubt, weitergemacht und auch uns endlich mal belohnen konnten. Soweit also Materazzo, Herr Reif. Warum hat Stuttgart die direkte Rettung geschafft und Hertha nicht? Weil sie in Stuttgart bei allen Problemen, und die gab es wirklich ausreichend, auch Verletzte und Krankheiten, und manches hat dann nicht funktioniert, manche waren zu jung. Sie sind aber bei sich geblieben und nicht irgendwie, pass auf, dann müssen wir eine Wunderheilung irgendwie hinkriegen und irgendwelche Gelder noch irgendwo, sondern sie sind den Weg weitergegangen. Also was Materazzo meint, wir haben weiter an uns geglaubt, an ihn hat man auch weiterhin geglaubt. Das ist keine Blaupause. Es gibt Momente, wo man sich auch von einem Trainer trennen muss, wenn man merkt, es passt nicht, es geht nicht weiter. Aber sie haben es gemacht und sind dafür wirklich belohnt worden, dass sie ihr Ding durchgezogen haben. Dass die Bayern ihnen in einer mittelmäßigen Leistung einen Punkt ermöglichen. Dafür mussten sie sich aber selbst erstmal strafen in München. Das haben sie hingekriegt, auch geschenkt. Und in Berlin, also wenn das alles so glatt gegangen wäre am Ende, nach dem allem, was Hertha in dieser Saison produziert hat, und nicht nur in dieser, das hätte mich gewundert. So, jetzt haben sie es aber immer noch in der eigenen Hand. Also insofern ist noch nichts passiert. Für VfB ist etwas passiert, dass sie sich das ersparen, nochmal in solchen zwei Spielen auch Kopfspiele treiben zu müssen. Und was hat man zu verlieren, was hat man zu gewinnen? Der Einzige, bei dem man den Eindruck hat, er freut sich richtig auf die Relegation, das ist Felix Magath, der ja schon seit langer Zeit davon gesprochen hat, es wird am Ende hinauslaufen auf eine Relegation gegen den HSV. Die haben wir jetzt auch, die Big City Relegation, also zwischen Berlin und Hamburg, die beiden größten Städte Deutschlands im Duell um die erste Liga. Und Felix Magath hatte selbst nach dieser Niederlage in Dortmund schon wieder dieses genüssliche Grinsen auf den Lippen. Gut, die Spieler waren natürlich enttäuscht, als sie in die Kabinen gekommen sind. Der eine oder andere hat auch den Kopf hängen lassen. Und deswegen habe ich sofort eben ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet, weil ich, wie gesagt, das anders beurteile, wie ich eben gesagt habe. Denke ich, haben wir ein gutes Spiel hier am letzten Spieltag der Bundesliga gezeigt. Und wenn wir eben solche Leistungen wie jetzt in der gesamten Saison gezeigt hätten, dann wären wir nicht in der Situation, dass wir über die Relegation reden müssen. Da der Gedanke halt immer unbehaglich war und ist, warte ich jetzt noch mal 24 Stunden, bis dann auch die Zweitliga ihre Saison beendet hat.
Und ja, von daher, Sie können sehen mich hier sitzen. Ich weiß nie, was ich hoffen, was ich denken, was ich mir wünschen soll, weil es ist auch egal, ob ich mir was wünsche oder ob ich was glaube. Ich muss es so nehmen, wie es kommt. Und wenn es der HSV wird, dann wird es natürlich für mich ein schwieriges Spiel. Dann doch dieser Satz am Ende, Herr Reif. Und er lässt er auch blicken, also gegen seinen HSV. Und er ist ja nach Darmstadt gefahren. Ja. Und er wird ja jetzt als der größte Prophet unter der Sonne gefeiert, weil er gesagt hat, am Ende wird es eine Relegation gegen HSV. Er ist aber, hat sich da... Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Weil er hat sich verzockt, weil er ging davon aus, wie ich auch, der HSV verschluckt sich wieder mal am Ende in Rostock. Und Darmstadt wird es packen, die haben ja ein prima Spiel abgeliefert. Also ist wurscht, jetzt ist es der HSV. Und natürlich ist das für ihn ein besonderes Spiel. Er ist dort legendär, weil er sie zum Europapokalsieg geschossen hat. Das muss aber vor dem Ersten Weltkrieg gewesen sein. Ganz so lange. Gefühlt. Also das ist das, wir kriegen noch mal richtig Rabatt. Und ich hätte gesagt, für den Zweitligisten ist es immer einfacher im Kopf. Aber der HSV ist ja kein echter Zweitligist. Insofern der Druck. Weil die Kurven sich irgendwie so entgegenlaufen, ja, gerade. Ja, der Druck HSV wird genauso für beide sein. Jeder hat richtig was zu verlieren. Für den HSV nochmal eine Saison, zweite Liga, und für Hertha, na bitte. Tim Walter, der Trainer des HSV, lässt eine gewisse Vorfreude spüren auf diese Duelle mit Hertha. Haben nie aufgehört, und das ist wieder ein Sinnbild für unsere Mannschaft, dass sie die komplette Saison mit Rückschlägen umgehen. Wir sind die jüngste Mannschaft und trotzdem so charakterstark und so reif. Und von daher bin ich total stolz auf meine Truppe, wie sie das heute gerockt haben. Finde ich aller Ehren wert. Und deswegen sind wir sehr zufrieden mit der tollen Saison. Aber jetzt wollen wir durch die zwei Bonusspiele noch mehr. Ja, aus HSV-Sicht sind es Bonusspiele, weil sie hatten ja eigentlich schon gar nicht mehr dran geglaubt. Also erstens ja, zweitens, was sollen denn die beiden sagen? Und wir sagen, um Gottes Willen, ich will nicht Relegation spielen. Das Gute für Tim Walter ist, und wenn nicht, werde ich Captain Iglo Nachfolger. Gut, nein, aber im Ernst, es ist für beide ist es nochmal richtig Drama Baby, aber so richtig. Und das wissen sie auch, aber sie müssen der Mannschaft das wegnehmen, also versuchen wegzunehmen. Es wird schwer genug. Komm, Leute, freut euch drauf. Merkert sagt, wenn wir so spielen, das war doch eine klasse Leistung. Ja, du spielst Relegation, na super. Und für den Walter, ich freue mich drauf, was haben wir zu verlieren, das kann ich dir sagen. Nochmal ein Jahr, zweite Liga, der HSV. Die einzige, habe ich jetzt gerade gelesen, die einzige Millionenstadt, glaube ich, auf diesem Planeten ohne Erstligisten. Da schau her. Ja, Alleinstellungsmerkmal, großartig. Aber eine Relegation, muss man auch sagen, nach all den Geisterspielen, die wir während Corona hatten, 70.000 in Berlin, 55.000 in Hamburg, also da wird das Pokalfinale schon nochmal richtig eingerahmt. Und wir freuen uns drauf und werden natürlich auch am Donnerstag in unserer Sendung um 8 Uhr. Herr Reif, Sie haben noch was? Ja, noch etwas. Rasen. Der Rasen kostet, glaube ich, 300.000 Euro. Ein bisschen anwachsen muss der. Also da bin ich mal gespannt, wenn der HSV, die Relegation ist vor zu Ende, oder? Vor dem Pokalfinale. Am Donnerstag ist das Hinspiel hier in Berlin. Ja. Und dann ist am Montag nach dem Pokalfinale das Rückspiel nach in Hamburg. Dem Pokalfinale. Ja. Dann geht's, also, weil Platzstürme sind ja jetzt. Und ja, mittlerweile der Rasen komplett mitgenommen. Usus, ja. Na, dann wird's gehen mit dem Pokalfinale. In Bremen war es natürlich auch munter. Herzlichen Glückwunsch, Werder Bremen, zur Rückkehr in die erste Liga. Und nach dem Spiel bei der Pressekonferenz spielten sich dann folgende sehr unterhaltsamen Bilder. Bitte schön. Mit dem ersten Torschuss an im Rückstand, was nicht einfach war, und Verzeihung, mit dem zweiten, ja. Hier ist Elektronik. Warte ganz kurz. Hallo zusammen. Fuxi. War sicherlich nicht das letzte Mal da. Nein, okay. Habe ich mir gedacht.
Ja, für mich persönlich einfach natürlich, so wie für alle anderen, die einen Anteil daran haben, einfach ein außergewöhnlicher sportlicher Moment, außergewöhnlicher Erfolg. Ich freue mich in erster Linie aber für meine Spieler. Die sind diejenigen, die auf dem Platz stehen. Die sind diejenigen, die am Ende des Tages darüber entscheiden, wie viele Punkte wir holen. Und freut mich, wenn unsere Arbeit im Trainerteam, im Funktionsteam eine Unterstützung war zu diesem Erfolg. Also, One More Beer gab es da noch für Ole Werner, ganz genüsslich und langsam gegossen, auch eine ganz andere Taktik.